Einen wunderschönen guten Abend allerseits. 21.20 Uhr, minus 1,9 Grad. Hier steigt so ein bisschen Nebel auf, wie ihr das seht. Was sind das denn für Geräusche? Also Geräuschkulisse finde ich echt schon faszinierend. Muss man schon sagen, also... Was da teilweise allzu hören ist. Ich meine, ich weiß nur nicht so ganz, was dieses Knatschen sein soll. Ob das dieses Knatschen von den Bäumen ist. Ich meine, es ist ja auch gut gemacht, aber ich persönlich finde es ein Ticken zu häufig. Das ist ja geiles Geknurre. Aua, warum reicht hier hindauernd gegen den Baum gegen? Noch ein bisschen weiter gen Norden. Unser Pferdchen hat ein Level dazu gewonnen. Boah, sieht das geil aus, ey. Also echt ein großes Lob. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Oh oh. Da sollte ich vielleicht nicht einfach so runterspringen. Okay, so hoch wäre es auch nicht gewesen. Also unten ist noch ein so ein hübscher See. Ich würde sagen, den schauen wir uns nochmal an. Dann könnten wir uns so langsam auf den Rückweg begeben, wa? Wahnsinn, ey. Das sieht schon echt gut gemacht aus. So, wir sind jetzt. Ja, das ist die Frage. Da können wir wahrscheinlich viel weiter hin. Da wäre dann wieder zu Ende. Ich würde sagen, fast, dass wir hier so einen kleinen Schlenker noch machen. Ja, dann kommt uns auch wahrscheinlich auch der Berg da am Weg, ne? Oder wir gehen doch zurück und laufen an die andere Seite des Sees mal entlang. Des Flusses. Nicht des Sees, des Flusses. Ja, würde ich sagen, machen wir auch. Oder schon wieder hier. Da. Folgt uns sogar. Das sind bescheuerte Viecher, ey.
nur mal weiter. Ich will nur dahin, da brennt nämlich Licht. Und da, wo Licht brennt, da gibt es Moneten zu holen. Und da wollen wir mal hin und versuchen, ob wir ein paar Moneten kriegen von denen. Aber stimmt die Zielvorrichtung eigentlich? Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. So, komm auch nach. Die geil sahen gerade den Bitte der Schuss in den Schneehaufen aus. Wie, hatte er nur einen Adjutanten hier? Warum macht ihr euch das eigentlich so ungemütlich hier in der Schräge? Da ihr ja keinen Bock zu sitzen und ein Lager vorzumachen. So, da lang. Nur da unten. Ne, wir gehen da oben lang. Pferd, das muss hier auch was durchmachen, so wie ich hier mit dem reite. Mann, 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 du. Minus 9,5 ist es jetzt wieder. Das scheint doch irgendwie tatsächlich so ein bisschen auch mit der Nacht zusammenzuhängen. Ey, und was mir so auffällt, weil wir es ja schon mal darüber hatten, was noch so ein ganz bisschen fehlt im Spiel, wie gesagt, irgendwie mal so eine verlassene Geisterstadt oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich mal so ein richtiges Banditenlager, wo auch wirklich hier so mit Wachposten und all so ein Pipapo. Aber was auch irgendwie noch so fehlen wird, wäre echt irgendwie mal hier so ein kleiner Indianerstamm oder so, ne? Die sich hier irgendwo mal so breit gemacht haben. Und von mir aus sogar zwei, drei Stämme. Die einen, die auch vielleicht ein bisschen aggressiver sind, die einen dann auch angreifen. Andere, die im Prinzip so ganz ruhig und gelassen mal so vor sich hin leben. Das wäre doch nochmal so was. Okay, hier, ihr macht den Ronaldo. Tja, Ronaldo. Ist vorbei mit dir. Hä? Da ist der andere. Und da ist Nummer 3. Okay. Oder so, ey. Oh Mann. Ist,
knurrt auch direkt der Magen hier. Kann man ja auch mal einen Schluck trinken, ne? Sag gar nicht, hier, guck mal hier, Pferdchen. Da trinken wir auch erstmal einen Schluck. Er ist genauso aggressiv hier. Naja, okay, erstmal Hufen vom Pferd, ich dachte gerade. Zack, vom Himmel geholt. Wieder ein paar Federn. Weiß gar nicht so recht, wofür man Federn mal braucht, aber wir haben sie schon mal, ne? Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind eigentlich ganz gut, ne? So von der Position her. Ich meine, hier gibt es ja richtig viele Bäume. Also von daher, so holzmäßig wäre man hier gut dabei. Na, das nenne ich meine Aussicht hier. Was können wir eigentlich hier? Pferdchen, Energie zweimal. Gesundheit vielleicht nochmal. Ja, nochmal Energie. Da fliegen sie hin, die Krähen. Oder Geier, was auch immer. Juhu! Witter oben in den Bergen, so. Man nickt sie runter ins Tal, würde ich da sagen, wa? Aua! Ja, wenn du mir schon freiwillig deine 40 Dollar überreichen willst, ne? Dann nehme ich sie mir natürlich. So ist das denn nicht. Oh.
Aber wenn ich jetzt überlege, ne, wie oft ich hier schon irgendwo in der Kutsche wieder hängen geblieben wäre. Wäre schon blöd. Sind wir jetzt da? Dann könnten wir fast noch ein bisschen mehr nach Westen, ne? Ey, da ist er tatsächlich. Hier, wir haben ihn gefunden. Tut mir jetzt ja schon fast leid, dass ich dich umgebracht habe. Unseren anfangs hervorgerufenen Biber, da war. Siehst du, ich wusste doch, dass es ihn hier im Spiel gibt. Nein, Spaß beiseite. So, komm, nehmen wir das Eisen hier noch schnell mit. Warum fliegen die jetzt so weg? Kommt dann Unwetter. So, so langsam könnten wir wieder hier unseren Schwenker Richtung Süden machen, wa? Mal gucken. Ja, wie gesagt, über links... Was war das? Nee, noch nicht. Überlegenswert ist es ja, entweder jetzt echt sich den Auktionator zuzulegen. Was ist das denn? Ist das ein Bär? Tatsache, da ist ein Bär, ne? Nur in einer anderen Farbe. Ey, mal, das finde ich jetzt auch schon gut gemacht, dass du hier Bären hast, die sogar unterschiedliche Farben und sowas haben. Also wahrscheinlich dann ja auch dementsprechend unterschiedliche Bärenarten sind. Hut ab! Also wirklich, da ist es schon... Ja, wo waren wir stehen geblieben? Überlegenswert ist ja, ob man sich jetzt tatsächlich den Auktionator dazulegt oder eine Mine. Ich weiß es nicht so recht. Ich weiß auch nicht, was mehr von Vorteil ist, jetzt so für den Anfang. Ob man mehr mit dem Auktionator anfangen kann oder ob man mehr mit einer Mine anfangen kann. Auf jeden Fall kann man was mit dem Kerl anfangen. Hierher, in eine Knete und dann darfst du weiterlaufen. Junge, ist der noch schlechter als ich. Da wollte der wohl schon wieder hier in die Luft jagen, ey. Ich hoffe ja nicht, dass der von unserer Hütte kam, ne? Unser Häusle in die Luft gejagt hat. Nicht, dass eine gar kein Gewitterknall war, sondern dass das ein Sprengstoffknall war.
auch sowas hier, das ist irgendwie so in dem Stein eben mal so eine verschlagene kleine Mine, wo da irgendwie sowas ist. Wo man ein bisschen was erkunden könnte, entdecken könnte. Ja, das ist, finde ich, echt noch so eine Kleinigkeit, die dem Spiel noch fehlt. Oh, weit ist es ja nicht mehr. Da. Kleiner Fuchs oder so. Also aus, ne? Der da rumhopzelt. Oh, hier ist nichts Berauschendes mehr. Da nochmal ein bisschen Kupfererz oder so. Aber das war es dann auch wirklich. So, wie weit müssen wir noch? Ach, hier gibt es noch einen kleinen Ausläufer. Na gut, den werden wir uns gleich wohl noch angucken gehen. Ob wir da noch irgendwas Hübsches sehen. Da rennt schon wieder einer. So, jetzt gibt's Ärger. So, $34 wieder. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.